Das ist ein Blatt Papier, DIN A4, Wandstärke 0,1 mm, Masse 5 Gramm. Und dieses Blatt repräsentiert eine flächige Konstruktion, zum Beispiel ein Blech. Solche flächige Konstruktionen leiden unter drei konstruktiven Krankheiten. Erstens, sie sind sehr biegeweich, also geben schon unter kleinen Grenglasten nach. Zweitens, sie neigen zu Instabilität, beulen schnell. Drittens, sie sind niederfrequent und produzieren schnell Geräusche. Die Frage ist, wie kannst du all diese konstruktiven Probleme lösen? Die schlechte Antwort auf diese Frage wäre durch Wandstärkenerhöhung. Zwar wirst du dadurch die Steifigkeitsprobleme lösen, schaffst aber Kostenprobleme, weil die Konstruktion schwerer und damit auch teurer wird. Die intelligentere Antwort auf diese Frage lautet: Topografieoptimierung. Bei der Topografieoptimierung bringst du gezielt Unebenheiten auf der Oberfläche und erhöhst damit die Steifigkeit der Struktur. Drei Beispiele dazu. Erstes Beispiel: Ausgangszustand, sehr biegeweich, gibt schon nach. Und nun machen wir die Topografieoptimierung und bringen gezielt Signal ein. Okay. Und nun erkennst du, die Biegesteifigkeit ist wesentlich höher, das Blatt gibt weniger nach. Was ist passiert? Im Ausgangszustand geringes Flächenmoment, im optimierten Zustand Flächenmoment enorm erhöht. Und das bedeutet, wenn man mathematisch das Ganze aufschreibt, Biegesteifigkeit ist gleich 3 mal Elastizitätsmodul mal axiales Flächenmoment hoch Länge, geteilt durch Länge hoch 3. Flächenmoment erhöht, Biegesteifigkeit erhöht. Das ist der erste Fall. Der zweite Fall, wieder unser Ausgangszustand. Unter Druck wird schnell instabil, gibt schnell nach, beult. Und wieder machen wir Topografieoptimierung. In diesem Fall müssen wir so falten das Ganze. Sehe da, steht. Die Struktur wird wesentlich druckstabiler, kann sogar noch zusätzliche Druckkräfte aufnehmen. Also im zweiten Fall, im Ausgangszustand geringes Flächenmoment, im optimierten Zustand Flächenmoment erhöht. In mathematischer Sprache das Ganze, Knickkraft ist gleich Pi hoch 2 mal Elastizitätsmodul mal minimales axiales Flächenmoment, Lagerungsbedingungen, Länge und das hoch 2. Flächenmoment erhöht und damit auch die kritische Knicklast erhöht. Das ist der zweite Vorteil, den man durch die Topografieoptimierung hat. Und nun das dritte Beispiel, wieder unser Blech, welches niederfrequent ist und Geräusche macht, auch in diese Richtung. Und jetzt machen wir Topografieoptimierung. Okay. Schauen wir uns an, wesentlich hochfrequenter, auch in diesem Fall viel Eigenfrequenzen signifikant erhöht. Also nochmal, Ausgangszustand, optimierten Zustand, Flächenmoment erhöht. Die Eigenfrequenzen gleich die Biegesteifigkeit, statische, geteilt durch die Masse, Masse ist ja gleich geblieben,
und daraus die Wurzel ziehen. Statische Biegesteifigkeit erhöht und damit die dynamische Steifigkeit ebenfalls erhöht. Und du hast hier gesehen, in allen drei Fällen die gleichen geometrischen Abmessungen, das gleiche Material, die gleiche Masse, aber durch Topografieoptimierung in allen Fällen die Steifigkeit signifikant erhöht. Was heißt das für dich? Das bedeutet, wenn du flächige Konstruktionen hast, auf jeden Fall ebene Flächen vermeiden, stattdessen topografieoptimierte Flächen anstreben, um das technisch-wirtschaftliche Konstruktionsoptimum zu schaffen.